Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tale 2. Wir sind immer noch in der Zauberschule und haben in der letzten Folge mit Meister Markus telefoniert. So, was haben wir denn hier Schönes noch? Hab ich gar nicht gesehen in der letzten Folge. Ein schönes goldenes Hörrohr. Einer meiner Vorgänger muss es dort oben hingelegt haben. Ein sehr großer Vorgänger. Gehen wir mal zurück in den Klassenraum. Also los, Wilbur. Du schaffst das. Du kannst deine Schüler begeistern. Machen wir das mal. Ich hoffe, das klappt. So, besser. Also, was ist denn jetzt mit dem... Niemand weiß, wie der Gnom hieß, der Grema besiegt hat. Netter Versuch. Füße vom Tisch. Oder ich sorge dafür, dass er sie dir abbeißt. Genug mit Geschichte der Zauberei. Lasst uns zaubern. Feenspiel. Klingt nicht schlecht, oder? Unmöglich! Nicht schlecht, was? Toll! Das ist Magie. Und wie man sie beherrscht, könnt ihr hier lernen. Das war's für heute. Morgen machen wir auch irgendwas. Was sind das denn für Leute? Entschuldigung, Schätzchen, mach das weg, ja. Ich muss kurz mit Herrn Wetterquart sprechen. Herr Wetterquarz, schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Und Sie sind... Und Sie sind... wer? Ganz köstlich. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich vor Ihnen in Acht nehmen muss, Herr Wetterquarz. Warum in Acht nehmen? Sie spielen nur die Unschuld vom Lande. Das wusste ich schon immer. Ihr Gönner, Erzmagier Alistair, wird die Wahl gegen mich nicht gewinnen. Wussten Sie, dass wir in den letzten Umfragen nur noch 3 Punkte hinter ihm liegen? Nein, das wusste ich nicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Behilflich? Ha! Einer der Top-Männer des Erzmagiers will mir behilflich sein? Sie wissen, wie das Spiel gespielt wird, oder Wetterquarz? Was für ein Spiel? Der Tanz geht in die heiße Phase. Ich weiß das und Alistair weiß es. Wir beide lauern auf die Fehler des anderen und er hat den ersten gemacht. Wovon redet die Tante? Muss ich mittanzen? Oder kann ich auch zusehen? Ha! Gut gesagt, Wetterquarz. Dieses Mal gibt es keine Zuschauer. Jeder ist entweder für uns oder gegen uns. Es geht um die Zukunft dieser Stadt und des gesamten Landes. Wovon redet die? Was für einen Fehler soll Meister Alistair denn gemacht haben? Was für einen Fehler hat der Erzmagier gemacht? Er hat sie eingestellt. Einen Gnom mit gefälschtem Diplom, ausgestellt von niemand anderem als Markus, dem Bruder des Erzmagiers. Ich habe mir das Diplom ehrlich verdient. Ich habe alle 3 Prüfungen bestanden und... Gnome verstehen nichts von Magie, jeder weiß das. Und sie haben noch nie unterrichtet. Aber Erzmagier Alistair glaubt an mich. Als oberster Magier ernennt er die Professoren. Aber ich bin die Ratsvorsitzende und ich besetze die Verwaltungsposten. Direktor Bloch wird ihre Unfähigkeit aufdecken und noch vor der Wahl werden die Zeitungen über die zweifelhafte Personalpolitik des Erzmagiers berichten. Dieser neue Schuldirektor, wer ist das? Horatius Bloch, ein guter Mann, sehr korrekt und sehr streng. Wenn,
Wenn er hilft, dieser Schule wieder ihren alten Glanz zurückzugeben, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Alter Glanz? Dieses Gemäuer? Es war schon zu meiner Zeit heruntergekommen. Und wo immer es in den letzten 20 Jahren war, Putzfrauen scheint es dort nicht gegeben zu haben. Mein Freund, Erzmagier Alistair, kann die Stadt und das Land besser als jeder andere wieder auf Vordermann bringen. Ja, glauben Sie das? Er ist ein großer Magier. Jeder, der das anzweifelt, ist verrückt. Und er war ein großer Anführer im Krieg. Die meiste Zeit. Aber was wir jetzt brauchen, ist jemand, der sich mit Wirtschaft auskennt. Und das sind Sie? Ich bin eine reiche und erfolgreiche Händlerin. Ich habe reiche und erfolgreiche Freunde. Wer könnte besser geeignet sein, um andere reich und erfolgreich zu machen? Alistair würde Ihnen Platz machen, wenn er das glauben würde. Wissen Sie was? Ich glaube, damit haben Sie sogar recht. Seltsam, nicht wahr? Wie wenig er seine Macht verteidigt. Sie hätten meine Fee nicht einfach abschießen sollen. Unterschätzen Sie mich nicht, Herr Wetterquarz. Ich weiß sehr wohl, dass das keine Feen sind. Kobalus Fugastas, Flugkobolde. Sagen Sie nicht, Sie hätten sie selbst beschwört. Doch, alle fünf. Das ist erstaunlich. Mächtige Magie ist nötig, um lebendige Kreaturen zu manifestieren. Deswegen beschränken sich die meisten Nekromanten darauf, Skelette zu reanimieren. Tote Materie lässt sich leichter kontrollieren, wie Sie natürlich wissen. Oder wissen sollten. Ich glaube, damit wäre alles gesagt, oder? In der Tat. Sie befinden sich auf einem sinkenden Schiff, Wetterquarz. Noch könnte ich überzeugt werden, Ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen. Ich vertraue dem Erzmagier. Dann, Herr Wetterquarz, werden Sie mit ihm untergehen. Hier, wählen Sie Sibyl van Buren. Die weiß, wie es geht. Komm, Schätzchen, wir gehen. So einen gibt's gar nicht in meinem Märchenbuch, Mama. Ich weiß, Schatz. Wer will schon so etwas Hässliches sehen? Kannst du ihn in ein Einhorn verwandeln? Oder in die Grimmelkatze? Oder den Frostkönig? Oh Gott, was war das für eine Person? Was haben wir denn da? Ich glaube, der Erzmagier hat solche Broschüren gar nicht. Auch keine Plakate oder Marktschreier oder Theaterstücke. Entweder fehlt ihm das Gold oder er will den Wahlkampf nicht auf diese Weise führen. Ich weiß nicht genau, warum die Ratsvorsitzende die Broschüren hier liegen gelassen hat. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kinder nicht wählen dürfen. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Größe festmachen. Was natürlich zu Widerstand bei uns Gnomen und den Zwergen geführt hat. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Ah, ja. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden, und vom kleinen Timmy. Unterschiedlicher können zwei Schüler fast nicht sein. Chantal ist nur hier, weil es Tradition in ihrer Familie ist. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich für Magie interessiert oder viel Talent dafür hat. Timmy hingegen ist wissbegierig und in den letzten Tagen vor Aufregung beinahe geplatzt. Für Schüler wie ihn müssen wir diese Schule wieder auf Vordermann bringen. Öffne die Tischklappe. Eine Federmappe, ein Lineal. Nichts Besonderes. Nee? Schade. Das ist das Buch. Chantal hat ihr Buch liegen gelassen. Es scheint ein Märchenbuch zu sein. Allerdings eins der kitschigen Sorte. Mein Vater hat mir immer Märchen vorgelesen, als ich noch ein Kind war. Die blutrünstigen, grausamen, gruseligen. Richtige Märchen halt. Ich lasse es da liegen. Chantal kann es sich morgen mitnehmen. Nimm es doch einfach mit. Du kannst es mitnehmen, nimm es aber nicht mit. Ich lasse es da liegen. Okay, ja. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt.
Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Ich suche den Tisch. Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Für alle Herumtreiber und Tu-nicht-Gute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe ihn mir auf. Okay, jetzt schummelst du selber, glaube ich. Was haben wir denn noch hier alles? Ach, du Schande. Ich dachte, das Fischskelett. Lass mal alles angucken hier. Nachdem die Schule vor 20 Jahren einfach verschwand, konnte sich niemand mehr um die Tiere kümmern. Mit ziemlich dramatischen Konsequenzen. Aber wir können das Fischskelett mitnehmen. Das ganze Skelett kann ich wohl nicht gebrauchen. Aber so eine spitze Gräte hier könnte mal nützlich werden. Man wollte den natürlichen Lebensraum des Fischs anscheinend möglichst exakt nachbauen. Inklusive Miniaturschatzkisten, wie man sie im Meer häufig findet. Ist da was drin, ne? Hey, einige alte Münzen. Vielleicht hat einer meiner Vorgänger seine Altersvorsorge von einem bissigen Fisch bewachen lassen. Ah ja, wahrscheinlich von einem Piranha. Was haben wir denn da? Betrachte den Plan. Einführung in die Zauberkunde, Schafzucht und Pflege, Statistik. Das scheint so eine Art Stundenplan zu sein. Aber guck mal hier. Pac-Man und einer dieser Geister. Solange ich nicht nur der erste, sondern auch der einzige Lehrer an dieser Schule bin, werden die meisten dieser Fächer nicht unterrichtet werden. Okay. Ich dachte, die Pflanzen. Die meisten der Pflanzen sind vertrocknet, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Nur diese Pflanze muss irgendwo eine Wasserquelle gefunden haben. Vielleicht ist eines der Fenster undicht. Es macht Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Offenbar nicht. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Keine Sorge, kleine Pflanze. Ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern. Boah, das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Nähere dich der Pflanze. Ach, wir können der Pflanze bestimmt was antun. Betrachte den Ofen. In dem Ofen wird kein Feuer mehr gebrannt haben, seit die Schule vor 20 Jahren verschwunden ist. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich darin kein Feuer entzünden. Das Rohr vom Rauchabzug ist kaputt und der Qualm würde den ganzen Klassenraum füllen. Etwas Asche, aber auch unverbrannter Abfall. Hier liegt ein Blatt Papier. Noch eine Buchseite, beziehungsweise ein gefaltetes Blatt, auf das insgesamt 4 Seiten gedruckt sind. Wenn ich mir die Seitenzahlen des ersten Blattes und dieses Blattes ansehe, scheinen mindestens noch 5 Blätter zu fehlen. Ja, aber wir haben schon mal ein bisschen mehr. Jemand wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite verbrennen. Zum Glück für mich hat ihn irgendetwas davon abgehalten. Was haben wir hier? Chemie-Ecke. Das Mixen von Zaubertränken ist ein wichtiger Bestandteil der Magie. Es ist so ähnlich wie Kochen. Nur, dass einen der Eintopf nicht umbringt, wenn man eine falsche Zutat reintut. Oder wenn man falsch rührt. Haben wir alle schon gelernt, ne? Nein. Mit etwas Glück komme ich durch den Tag, ohne eine Explosion zu verursachen. Ach man. Was haben wir denn noch hier alles? Dachte ein Apfel. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte.
Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Betrachte das Buch. Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Nimm mal deinen Zauberstab, Wilbur. Dieses Mal hat er mich nicht im Stich gelassen. Er funktionierte sogar besser, als ich gedacht hätte. Es war, als wollte er zaubern. Ich konnte ihn kaum unter Kontrolle halten. Betrachte nur das Klassenbuch, bitte. Magda ist keine Hexe und wurde verbrannt. Wow, das Buch reicht zurück bis ins finstere Mittelalter. Lies weiter. Das Buch ist zu dick, um es zu lesen, ohne nach etwas Bestimmtem zu suchen. Okay. Machen wir hier. Die kleinen Kerle sehen aus, als hätten sie nur Schabernack im Kopf. Ich hoffe, sie stellen nicht zu viel Blödsinn an. Das Skelett? Ich vermute, dass in den Käfigen irgendwelche magischen Geschöpfe gehalten wurden. Schüler zum Beispiel. Was hat ein Schüler? Das. Das mit der Tafel und der Apparat. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen. Was mit dem Apparat hier? Was ist das hier? Ungewöhnlich. Dieses Gerät sieht eher nach ordentlicher Ingenieurskunst aus als nach Magie. Die meisten magischen Apparaturen haben viele goldene Teile, aufwendige Verzierungen und Schnickschnack, wie die Magier ihn mögen. Das hier könnte glatt aus einer Gnomenwerkstatt stammen. Guck doch mal genau. Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, der den Schüler Allardyce ins Verderben stürzte. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der Magie nicht akzeptieren wollen. Es scheint, als hätte ein Schüler namens Allardyce dieses Gerät gebaut und als hätte es ihm Kummer gebracht. Ich wüsste nicht, wieso. Verglichen mit dem, was bei uns im Gnomenbau so herumsteht, wirkt der Apparat nicht sonderlich gefährlich. Lies im Klassenbuch. Vielleicht können wir jetzt was dabei rausfinden. Vielleicht kann ich im Klassenbuch etwas über diesen Allardyce erfahren, von dem der Zettel am Apparat erzählt. Hier. Der junge Allardyce hat trotz wiederholter Mahnungen die Experimente an seinem Feuermacher fortgesetzt. Zu meinem großen Bedauern muss ich feststellen, dass das Gerät funktioniert. Er hat es dem Kollegium vorgeführt. Wir mussten ihn wegen Wahnvorstellungen und Insubordination in die Irrenanstalt von Arkhamstein einweisen. Arkham? Ein Zauberer, der einen Feuermacher erfindet und dafür von anderen Zauberern in eine Irrenanstalt abgeschoben wird. Ich vermute, sie konnten zu ihrer Zeit nichts mit dieser neuen Art von Magie anfangen. Oder sie sahen ihr Monopol in Gefahr. Zauberer waren lange Zeit die einzigen, die Feuer machen durften. Und jetzt wissen wir alles. Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben. Na komm. Erzmagier! Remy! Wenn das nicht unser neuester Professor ist. Wie war deine erste Stunde, Wilbur? Ging so, glaube ich. Die Schüler sind schrecklich. Da ist dieser eine Schüler. Der war ganz vorlaut und frech. So sind sie manchmal. Du musst nur einen Weg finden, zu ihnen durchzudringen. Ich habe Flugkobolde beschworen. Das hat ihm die Sprache verschlagen und auch die anderen Schüler waren begeistert. Ah, gut gemacht. Wenn sie lernen wollen. Hast du schon fast gewonnen, Wilbur. Was tun Sie in der Schule? Was tun Sie denn hier in der Schule, wenn ich so fragen darf?
Ich wollte Horatius Bloch, dem neuen Direktor, einen Antrittsbesuch abstatten und schauen, wie es in der Schule steht. Das ist sehr nett, aber haben Sie dieser Tage nicht dringendere Aufgaben? Nun ja, es ist meine alte Schule. Ich bin hier selber als Kind durch die Halle gelaufen. Was der Erzmagier dir gern verschweigen würde, etwas stimmt hier nicht. Er spürt die Gegenwart von etwas Bösem. Seit einigen Tagen schon. Ich spüre etwas Böses? Ich habe die Ratsvorsitzende Buren kennengelernt. Wie läuft der Wahlkampf? Wie läuft der Wahlkampf? Ich hoffe doch, wir gewinnen. Noch liegen wir vorn. Aber unser Vorsprung schmilzt. Van Buren und ihre Bonzen stecken Unmengen von Gold in den Wahlkampf. Es scheint ihnen ernst zu sein. Wie ist die Lage in der Stadt? Wie sieht es in der Stadt aus? Hat sich die Lage beruhigt? Kann man nicht behaupten. Die Barrikaden werden höher, die Zeltlager größer. Die Bürger werden ungeduldig und wer könnte es ihnen verdenken? Der Krieg ist vorbei, doch allen geht es immer nur schlechter. Aber sie tun doch, was sie können, Erzmagier. Es braucht Zeit, Wilbur. Je tiefer die Wunden, desto länger brauchen sie, um richtig zu verheilen. Und nichts schlägt tiefere Wunden als Krieg. Wir müssen Ergebnisse liefern. Noch vertrauen die meisten auf Erzmagier Alistair, aber die Stimmung könnte kippen. Dann verlieren wir nicht nur die Wahl, wir hätten einen Aufstand am Hals. Wie ist der neue Direktor? Und wie ist er so, der neue Direktor? Er ist kein Magier, das steht mal fest. Ein Agent der Ratsvorsitzenden ist er. Zuallererst ist er ein zuverlässiger Beamter mit Prinzipien, Remy. Die Ratsvorsitzende hat ihn berufen und er mag ihre Politik befürworten. Aber ich glaube nicht, dass er gegen uns arbeiten wird. Er ist streng, aber korrekt. Haben Sie gesehen, wie er mich angesehen hat? Als sei ich Ungeziefer. Nein, ich sage Ihnen, die Ratsvorsitzende hat ihn nur aus einem Grund eingestellt. Er soll unserem Wilbur hier das Leben schwer machen. Ich glaube, ich soll versagen, damit man es Ihnen in die Schuhe schieben kann, Erzmagier. Wenn das Ihr Plan ist, dann haben Sie schon verloren. Was spüren Sie denn Böses? Sie meinten vorhin, Sie spürten etwas Böses. Was meinen Sie damit? Alles, was wir tun und was wir denken, hinterlässt eine Spur. Kennst du das, wie man manchmal erschaudert, wenn man einen Ort betritt, an dem viel Böses geschehen ist? Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur, wie ein übler Geruch. Und hier riecht es nach dunkler Magie? Ich habe es vor einigen Tagen zum ersten Mal gespürt. Erst in der Unterstadt, dann in der Oberstadt und nun hier in der Schule. Woher kommt sie? Ich meine, wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Nein, die Spur verliert sich. Hier in der Schule liegt zu viel wilde Magie in der Luft. Wir müssen die Augen offen halten. Gute Detektivarbeit bringt uns in diesem Fall weiter als Hokuspokus. Ich habe die Ratsvorsitzende von Buren kennengelernt. Die Ratsvorsitzende war hier. Sie hat ihre Tochter aus meiner Klasse abgeholt. Fürchterliche Person! Sie besitzt großen Einfluss und sie hat reiche Freunde. Sie könnte ihren Einfluss und ihr Gold doch auch nutzen, um Gutes zu tun. Warum versucht sie stattdessen, sie zu stürzen? Sie glaubt, das sei etwas Gutes, Wilbur. Fast niemand will Böses tun. Es gibt nur sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was gut und was böse ist. Ich glaube, ich sollte dann mal zum Direktor gehen. Auf Wiedersehen, Erzmagier. Tschüss, Remy. Auf Wiedersehen, Wilbur. Lass dich nicht einschüchtern. Ich tue mein Bestes und ich werde nicht aufgeben. Ich weiß. Gehen Sie schon mal, ich komme gleich nach. Ich wollte noch kurz mit dir unter vier Augen sprechen, Wilbur. Es gibt Probleme. Probleme? Alistair hat dich endlich offiziell zum Geheimdienstchef ernannt, wie ich gehört habe. Vom König der Diebe zum Hohen Staatsbediensteten? Allerdings. Hat ganz schönen Wirbel gegeben. Es ist das erste Mal, dass eine Ratte einen offiziellen, inoffiziellen Regierungsposten innehat. Nicht wenige sind der Meinung, dass bei so vielen arbeitslosen Menschen keine Jobs an Ratten vergeben werden sollten. Keiner kennt sich so gut in der Stadt aus wie ihr Ratten.
Du hast mir damals bei meiner Magierausbildung geholfen, weißt du noch? Hast mir Trankzutaten besorgt und meinen großartigen Zauberstab. Und du hast dafür Timmy und meinen ganzen Clan von dem Verhungern gerettet. Das vergessen wir dir nie, Wilbur Wetterquarz. Das ist schön. Timmy hat sich gut gemacht. Timmy hat mich heute Morgen in meiner ersten Unterrichtsstunde sehr unterstützt. Ja, er hat sich gut gemacht. Will unbedingt Magier werden, so wie sein großes Vorbild. So wie der Erzmagier? Nein, so wie der Held des Schwarzen Turms. Für Timmy und viele andere bist du einer der Helden, die den Krieg beendet haben. Oh. Was gibt's denn für Probleme? Das mit der dunklen Magie überall in der Stadt klingt nicht gut. Es ist nicht nur das. Ich glaube, das Leben des Erzmagiers ist in Gefahr. Was? Es gab einen Anschlag, oder vielleicht gab es einen. Alistair besteht darauf, dass es Zufall war. Aber wie oft lösen sich tonnenschwere Wasserspeier vom Magierturm, wenn er gerade darunter steht? Ich habe so viele Ratten, wie ich entbehren kann, zu seiner Bewachung abgestellt. Aber du musst auch die Augen offen halten, Wilbur. Ich? Nicht nur in der Stadt geht etwas vor sich, auch hier in der Schule. Wir brauchen Informationen. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Dann rede ich am besten mal mit dem Direktor und frage ihn, was ich für ihn tun soll. Was immer es ist, du solltest es tun und dir nichts anmerken lassen. Aber halte nebenbei Ausschau nach ungewöhnlichen Dingen. Naja, Dinge, die selbst in einer verzauberten Magierschule ungewöhnlich wirken. Verstanden. Treffen wir uns nach Feierabend unten im Gasthaus? Dann können wir Neuigkeiten austauschen. Ich hoffe mal, Direktor Bloch wird mich nicht die ganze Nacht beschäftigen. Du schaffst das schon. Du hast die Schattenarmee besiegt. Vergiss das nicht. Yay, Remy. Ja, nur damals war ich auch nicht ganz allein. Ja, mit Nate und Ivo Dora. Wie der Name jetzt heißt. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.